Niklas hier und ich darf dich ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. So, dieses Video wollte ich einfach erstmal nutzen, um dir so ein bisschen zu erzählen, worum es hier eigentlich gehen soll, was wir alles so machen und was du davon hast, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich freue mich extrem, dass wir jetzt hier auch auf YouTube aktiv sind, dass wir uns hier zusammen austauschen und motivieren können und gegenseitig pushen können. Also, worum soll es hier gehen? Aufgehen! Genau so. Oh yeah! Da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, was dich hier auf diesem Kanal erwartet, nämlich aufgehen! Motivation, gegenseitige Motivation. Ich mache das nämlich immer so, dass ich die Workouts dann abfilme, schneide und hier hochlade, sodass du das Workout vom Donnerstag, was wir live gemacht haben, dann auch in Echtzeit einfach nachtrainieren kannst, mittrainieren kannst und ungeschnitten dann die komplette Energie mitnehmen kannst. Richtig geile Energie! Und da kommen wir auch schon direkt zu Punkt Nummer 2, was dich hier auf diesem Kanal erwartet, und das ist positive Energie. Und diese Energie, die wirst du auf jeden Fall spüren. Vielleicht tust du es auch jetzt schon. Und nochmal gut, wirklich. Und nächster Punkt, was dich außerdem erwartet, ergänzend zum Thema der positiven Energie und Freude und Leichtigkeit, das Thema der Zufriedenheit. Und das Thema der Zufriedenheit, das bespreche ich auch noch intensiv in meinem Podcast. Also da kannst du auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ich habe dir den Link auch in die Beschreibung unten gehauen. Heißt Straff Insight, ist bei Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Warum ich dir das eigentlich erzähle? Weil ich nämlich zwischendurch auch immer wieder Interviewfolgen dort hochlade. Also es kommt immer am Montag. Montag, 8 Uhr morgens, kommt immer eine neue Folge online. Und es sind größtenteils Solo-Episoden, wo ich über diese Themen eben spreche, viel innere Motivation, wie du das selber auch in deinen Alltag integrieren kannst, ja, mehr Freude, mehr Leichtigkeit für deinen Tag gewinnen kannst. Und ich werde auch ab und zu immer wieder Interviewgäste dazu holen. Und diese Interviewfolgen, die werde ich nämlich als Aufzeichnung, als Recording dann hier bei YouTube hochladen. Und nochmal gut, wirklich. Nächster Punkt, worum es hier gehen soll, ist der Workout Wednesday. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht tut, kann ich euch das nur ans Herz legen. Am Mittwoch lade ich euch immer ein Workout hoch, was ihr von zu Hause aus machen könnt, ohne irgendwelches Equipment. Einfach Bodyweight only Körpergewichtsübungen, mit denen ihr zu Hause ein richtig schönes, intensives Workout durchziehen könnt. Die Touchdowns! Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ne, in den Kommentaren reinhauen oder bei Instagram auf die Workout-Wünsche, auf die gehe ich dann natürlich ein, filme euch dann dementsprechend die Workouts ab, erkläre dann ein bisschen was dazu. Das ist ein guter Mix aus Action und Entspannung und geistiger Weiterentwicklung. Also, dass wir eben die Bereiche körperliche und geistige Fitness kombinieren und so die allgemeine Fitness, ja die Verbindung von Körper und Geist, immer weiter nach oben pushen können und uns da auch weiterentwickeln. Deshalb gibt es die Bereiche des Live-Workouts, ja, wo wir uns richtig motivieren können, wo wir Gas geben können, wirklich uns gegenseitig anfeuern können. Dann gibt es den Workout Wednesday, wo es nochmal so ein bisschen konkreter in die Technik reingeht, wo ich euch die Workouts ein bisschen näher noch erkläre oder auch Beispielübungen zeige, zwischendurch vielleicht auch mit Geräten oder mit einzelnen, mit einzelnen Gegenständen, die ihr in die Workouts integrieren könnt. Und vor allem auch das Thema Mindset und wie du aus diesen Mindset-Videos ja die positive Energie, die Freude und Leichtigkeit für dich mitnehmen kannst, in deinen Alltag integrieren kannst und mit so ein paar nützlichen kleinen Praxistipps auch schon schnell eine geile Wirkung erzielen kannst. Ich freue mich extrem drauf. Man merkt es vielleicht, ich habe da extrem Bock drauf. Freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Wenn ihr ebenfalls Bock drauf habt, dann lasst mich das sehr gerne mal wissen, ja. Hit that like button. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich freue mich extrem auf die kommende Zeit. Und um euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Und nochmal gut, wirklich. So, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, haue ich euch einfach schon mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Live-Workout von der vergangenen Woche rein. Ja, da bekommt ihr, das ist die Runde Nummer 1, also alles so ein bisschen in die Bewegung reinkommen. Ja, die Runde 1, die lade ich euch einfach mal im Anschluss hier dran. Da könnt ihr schon mal gucken, was euch hier so ein bisschen erwartet oder was euch dann auch in den Live-Workouts erwartet. Skippings, komm! Und runter! Pusher! Hoch!
Aber die Energie wirklich live zu spüren und sich live richtig anzufeuern, ist nochmal eine ganz andere Liga. Einfach anders. Also, gerne abchecken, sehr gerne einfach mal anschauen, ein bisschen inspirieren lassen. Die Übungen, die in dem Video vorkommen, die könnt ihr auch sehr gerne auch schon mal für zu Hause nachtrainieren. Ja, das sind insgesamt 7 Übungen. Da führe ich euch dann Stück für Stück durch. Und die könnt ihr sehr gerne auch zu Hause einfach mal nachtrainieren. Die 7 Übungen einfach mal als Hit-Workout machen, also 30 Sekunden Action, 30 Sekunden Pause. 7 Übungen sind ein Durchgang, insgesamt 4 Durchgänge. Dann habt ihr schon ein richtig geiles Workout absolviert. Are you ready? In 10 Sekunden starten wir mit Runde 1. Bisschen in die Bewegung reinkommen. Und wir legen los in 3, 2, 1 und go. Runter und ranziehen. Runter, ranziehen. Jawohl. Schön abwechselnd. Bei den Squats ganz runter gehen. Jawohl. Sehr schön. Immer abwechselnd ranziehen. Schön an die Bewegung gewöhnen in der ersten Runde. Und noch 5 Sekunden. Sehr schön. Immer abwechselnd Ellbogen zum Knie. Und wir machen eine kurze Pause. 30 Sekunden Pause. Bisschen durchatmen. Und wir bereiten uns vor für die Froggers. Für die Froggers gehen wir in die Liegestützposition und springen mit den Beinen abwechselnd nach vorne und nach hinten. Alles klar? Alles klar. Also runter in den Liegestütz. Zack. Und wir legen los in 3, 2, 1, go. Zack, immer abwechselnd, hinten die Beine zusammen und vorne auseinander. Sehr schön. Jawohl. Jetzt merkt ihr vielleicht schon, was ich mit dem Wassertrick meinte. Sehr gute Übung. Wunderbar. Immer abwechselnd. Hinten zusammen, vorne auseinander. Sehr schön, komm, noch 5 Sekunden. Sehr schön. 2, 1, Pause. Jawohl. So. Nächste Übung sind die White Steps mit dem Toe Tap. Dafür in den weiten Ausfallschritt gehen. Schön weit, Beine möglichst gestreckt lassen, Arme gestreckt und wir legen los in 3, 2, 1 und go. Zack. Immer abwechselnd die Fußspitze berühren. Rücken möglichst gerade lassen und immer abwechselnd. Jawohl. Das sieht richtig gut aus. Sehr schön, oh, das wird gut heute. Sehr geil. Und noch 8 Sekunden, komm. Zack. 3, 2, 1, Pause. Heute kommt der Kreislauf gut in Schwung. Sehr schön. Nächste Übung. In die Push-Up-Position. Und dann abwechselnd rechtes Knie, linker Ellbogen. Rechter Ellbogen, linkes Knie, linker Ellbogen, rechtes Knie. So. Sehr gut. Also, wir gehen in den Liegestütz runter. Und legen los. In 3, 2, 1 und go. Rechts heben und zusammenführen. Und linker Ellbogen geht zum rechten Knie. Zusammenführen. Schön stabil bleiben im Chorbereich. Und zusammen durchziehen. Komm. Schön stabil bleiben. Nicht abknicken. Da wird der Bauch gut gefordert. Sehr schön. Komm. Noch 3, 2, 1 und Pause. Oh. Runde 1 schon gut am Öl. So muss das sein. Nächste Übung sind die Superman Extensions. Für die Superman Extensions könnt ihr euch sehr gerne einmal euer Handtuch bereitlegen. Zack. Handtuch auf den Boden bereitlegen. Zack.
Und dann sieht das folgendermaßen aus. Wir legen uns mit dem Bauch auf das Handtuch. Arme ausgestreckt, Beine hinten zusammen. Und dann geht's los in 3, 2, 1 und go. Arme anheben, Beine anheben. Und die gestreckten Arme einmal hinterm Rücken bringen. Die Daumen berühren sich. Arme wieder nach vorne. Kurz absetzen. Und wieder hoch. Gestreckte Arme rumführen. Daumen berühren sich. Und wieder nach vorne. Daumen berühren sich. Kurz absetzen. Und wieder hoch. Komm. Dranbleiben. Gestreckte Arme. Hinten berühren. Wieder zurück. Absetzen. Und noch 3, 2, 1. Und Pause. Puh. Sehr schön. Alles klar. Nächste Übung sind die Touchdowns. Für die Touchdowns. Einmal auf die Beine kommen. Auf die Beine kommen. In die Squat-Position. Und dann legen wir los. In 3, 2, 1 und go. Zack. Rechts runter, links runter. Immer abwechselnd von Seite zu Seite. Schön explosiv arbeiten. Boden berühren. Und das Bein hinten überkreuzen. Sehr schön. Wunderbar. Ihr merkt hier richtig schön die seitliche Po-Muskulatur. Einmal kurz den Boden berühren und explosiv rüber. Komm, noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr schön. Kurz durchatmen. Und ihr könnt mal nochmal einen Daumen nach oben geben, wenn jetzt alles vom Ton her passt. Wunderbar. Dann machen wir uns bereit für die letzte Übung von Runde 1. So, letzte Übung von Runde 1 sind die Skippings mit Push-Ups. Dafür gehen wir in die Skippings-Position. Also auf der Stelle legen wir los in 3, 2, 1 und go. Skippings auf der Stelle. Schöne, schnelle, kleine Schritte. Arme mitnehmen. Und wir gehen runter in den Liegestütz. Push-Up und wieder hoch. Alternativ bleibt ihr einfach in der Push-Up-Position und geht dann wieder hoch. Und wir gehen runter. Push-Up. Hoch. Skippings. Komm. Dranbleiben. Und runter. Push-Up. Hoch. Skippings. Sehr schön. Weiter die Skippings und Push-Up. Runter. Hoch, Skippings. Sehr schön. Und nochmal runter. Push-Up. Hoch. Und Pause. Sehr schön. Sehr geile erste Runde. So macht das Spaß. Atmen ein bisschen durch, trinken keinen Schluck. Und dann geht's gleich weiter mit Runde 2. Das war überragend. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Das habt ihr richtig geil gemacht. Für mehr Infos gerne den Link in der Beschreibung abchecken. Dann könnt ihr das nächste Mal live dabei sein und dann können wir uns gegenseitig richtig anfeuern und motivieren. Oh yeah! Das war wieder eine richtig geile Session. Vielen, vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich freue mich extrem auf die kommende Zeit mit dir und es ist richtig geil, dass du hier am Start bist. Ab in die Kommentare, gerne ein bisschen Feedback geben, ja, direkt in den Austausch treten. Hit that like button! Gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Peace out, bis zum nächsten Video. Hab einen geilen Tag und bleib gesund und... bleib gesund und fit. Ciao!